Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Jawohl. So. Hier können wir schon, sage ich mal, unser erstes Rezept lernen. Für halt, kochen. Ja. Erstmal schauen, wie das Wetter morgen wird. Ach Gott, eine leichte Brise. Ach Gott, das heißt wieder gießen. Dann. Ja, Community Center. Ah, gut, okay. Gut. Ach, Mensch. 10 Slimes, die habe ich ja, Gott sei Dank. Also, ich muss ja nochmal. Na, gut, okay. Enter the Wizard Tower, okay. Ja. Wieder Erntezeit. Das finde ich nochmal sehr schön. Gut. Ja, toll. Oh, Kartoffeln. Boom. 1040. Sehr schön. Die werden direkt auch verkauft. So, ich sollte jetzt zum Hexenturm gehen. Das tue ich auch. Oder besser gesagt, zum Magierturm ist es ja. Hexer bedeutet ja eigentlich auf Englisch Witch, Witcher. Und Wizard ist ja eigentlich der Magier. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Ja, lass mich mal bitte durch. Und dann... bist du schon wieder da? Und ich habe keine Kohle für was zu kaufen. Rainbow Shells... Oh Gott, ey. Ein Puim. Wolle. Ups, dann bin ich ans Mikrofon dran gekommen. Pufferfisch. Den Puim. Den kann man eigentlich auch so angeln. Aber nur zu bestimmten Jahreszeiten. Und halt auch... Upsala. Zu einem bestimmten Wetter. Und auch zu einer bestimmten Tageszeit. Ja, komm. Lieber Hexer, gib mir den Trank, damit ich diese Viecher verstehen kann. Ach, ich hab wieder Hunger. Weil meine Tüte Chips, die grinst mich schon die ganze Zeit an. Ess mich. Später. Erst später. Bei einem schönen Film. Dann wird die Tüte Chips wieder aufgegessen. Und es wurde mir auch gesagt, dass die Musik etwas laut ist. Ich habe die Musik etwas leiser runtergedreht. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Ansonsten muss ich das von meinem Aufnahmeprogramm die Soundlautstärke etwas runterstellen. Aber ich bin mir jetzt halt nicht sicher, wie laut das Ganze jetzt da ist. Ich habe mir nicht mein letztes Video angeschaut. Wie gesagt, ich habe auch da wieder das Video, das hier, wo ich jetzt gerade am Aufnehmen bin, habe ich direkt danach wieder aufgenommen. Deswegen halt ohne Pause. Mal schauen, vielleicht mache ich noch ein drittes Video direkt danach. Ich weiß noch nicht. Mal schauen, wie meine Lust ist. Beziehungsweise auch von der Zeit her. Ja, lieber Hexer, Magier. Ja. Schlürf den Trank. Ja, komm, bitte, bitte. Nächstes Mal drücke ich einfach Skip. Ich kenne das ja alles. Ich kenne das ja alles. Da wird er leicht grün. Ja komm, ist jetzt ja gut mit den ganzen Bäumen, mit dem grünen Zeugs. Komm, skip.
Das dauert mir da ein bisschen zu lange. Tut mir leid, dass ich halt immer das Ganze ein bisschen zu schnell durchspringe oder überspringe, sage ich mal. Ja, wie gesagt, ich kenne ja die meisten Stellen und will dann auch nicht wiederum die meiste Zeit nur mit dem Gespräch und alles verbringen. Es gibt natürlich auch andere Leute, die das Let's Played haben, zum Beispiel Kronk. Der hat nämlich, glaube ich, nicht immer auf Skip gedrückt. Er hat das Ganze einfach weitergelassen. Oder weiterlaufen gelassen, so rum. Ach ja. Wenn dann eher, sage ich mal, ein bisschen schnell durchspielen. Gut, durchspielen. Es gibt da, sage ich mal, kein festes Ziel. Gut, wenn mal irgendwann alles gebaut hat, ja. Dann heißt es eigentlich nur noch im Endeffekt, nur noch Geld verdienen. Die Farm komplett aufweiten, also komplett bebauen, bewirtschaften. Und einfach nur im späteren Verlauf nur noch alles ernten. Noch kein Wasser mehr. Ja. Bitte was auffüllen. Dankeschön. Ach, toll. So. Oh Gott, es ist ja schon 10 Uhr. Gleich noch 11 Uhr. Eieieiei. Ja, komm. Wir gehen mal hoch in das Gemeindehaus. Oh. Aha. Da sehe ich was. Da sehe ich Würmer. Bitte mal die Hacke. Dankeschön. Ah, toll. Ein blödes Buch. Ja. Ich habe ein Buch gefunden. Na toll. Oh, hier liegt. Vielleicht finde ich noch ein paar andere Sachen noch. Und rennen und laufen. Und immer schneller. Naja gut. Ist ja quasi die Maximalgeschwindigkeit, wo man hier laufen kann. Man kann sich auch später noch ein Pferd nehmen. Da ist man halt noch schneller unterwegs. Und ja. So, und dann sind wir wieder hier in dem Gemeindehaus drinne. Und da wir jetzt halt diesen Trank geschluckt haben, können wir das natürlich auch alles lesen. Ja, Springs. Da können wir schon ein bisschen was reintun. Und zwar sind das halt die ganzen Bundles, die man da erfüllen kann. Und halt auch im späteren Verlauf, wenn man das ganze Bundle hier komplett hat, mit diesen, also diese 6 Bundles komplett hat, bekommt man halt als Belohnung die Brückenreparatur. So. Es ist halt sehr viel. Gut, Holz. Das ist eigentlich relativ. Das hier ist eigentlich schnell gemacht. Mir fehlt halt nur einiges an Hardwood. Der Herbst, die Früchte, das dauert noch ein bisschen. Genau, das hier dauert auch noch etwas. Winter so oder so. Der Sommer ist halt als nächstes dran. Da gibt es halt nur die 3 Sachen hier. Und dann schaue ich mal, da ich die Sachen hier noch in dem Frühling hier fertig bekomme, dass wir, sage ich mal, unser kleines, kleines Paket bekommen an Belohnung. So. Manche Bundles, die sind halt nicht gerade knifflig, aber die sind schon etwas zeitaufwendig. Besonders das Fischen. Das Fischen ist, sage ich mal, ja, langatmig. Langweilig für mich. Das habe ich auch schon mal in der ersten Folge gesagt. Dass das Fischen nichts für mich ist. Quasi das ganze Angeln. Naja. Ein Uhr. Hier sind keine Würmer. Naja.
Ein bisschen Kohle bekommen wir jetzt auch gleich. Wobei, komm, ich fange mal an, ein bisschen Holz zu farmen. Ups, die Pickaxe brauche ich noch. Das weg, das. So. Ich brauche ja auch jede Menge Holz, sehr viel sogar. Das heißt, das bisschen, was wir hier haben, das reicht eigentlich nicht aus. Besonders auch für bestimmte Ställe zu bauen, für Kühe und Enten, tralala, Hühner, wird auch jede Menge Holz benötigt und auch für den Ausbau des eigenen Hauses. Sehr viel Holz. Naja. In die Mine muss ich auch wieder gehen, für nochmal einiges an Kupfer zu holen. Je. Das ist ein bisschen, ja, es zieht sich etwas. Ich bin am Spielen. Ihr müsst mich hier beim Spielen zuschauen, wie ich manchmal hier rumfaile. Oh na. Jetzt komme ich an ein Holz dran. Das habe ich einen Denkfehler gemacht. So viel zum Thema Rumfehlen, ja. Super toll gelöst. Na. Seps. Hebe ich mir auf, für den Fertilizer herzustellen. Und zwar, Seps wird eigentlich nur hergestellt, der Fertilizer wird eigentlich nur durch die Seps hergestellt. Der ermöglicht mir halt dann, eine bessere Qualität der Ernte zu bekommen. Weil es gibt ja drei Arten von Qualitätsstufen. Das ist einmal die normale Qualitätsstufe, quasi ohne Stern. Weil das ist hier im unteren Bereich ist immer so ein Stern. Da gibt es halt den als Silber und Gold. Und der Goldene ist, sage ich mal, wertvoller beim Verkaufen des jeweiligen Produktes. So. Den Baum lasse ich. Na. Oh Gott, mein Husten. Hier mal das kleine Hölzchen hier entfernen. Achso, ja, okay. Komm. Ein bisschen für Energie noch zu bekommen. Jawohl. So. Und dann geht's halt weiter mit dem Hacken. Haha. Holzfäller ist mein Beruf. Nicht wirklich. Hier mal noch das Holz weg. So. Hier die Fläche. Naja. Reicht mir eigentlich noch nicht so aus. 6 Uhr schon wieder. Na toll. Der 7. Tag. Ne. Crafting bitte. Ha. Stopp. Und zwar, gib mir noch bitte Fertilizer. So. Und zwar, den Fertilizer setzt man eigentlich zuerst auf die Erde, bevor man etwas einpflanzt. Ganz wichtig. Zuerst düngen, dann säen. Wie es auch, sag ich mal, normalerweise auch im richtigen Leben ist. Ne? Und ich denke mal, im nächsten Tag sind auch hier die Sachen fertig für zu ernten. Ich hoffe es mal nur. Wie ihr hier seht, ist hier so ein goldener Stern. Der ist halt beim Verkauf, ist er
45, was weiß ich, wert. Und die normalen Sachen, die sind halt dann weniger wert. Ich kann die ersten Tage leider nicht so viel machen, wie ich es mir vorstelle. Ich gehe mal ein bisschen Steine holen. Hier keine Steine mehr, habe ich nicht alle weggemacht. Wow. Da war ich ja mal fleißig gewesen. Okay, ein paar Samen noch nehmen. Warum denn nicht? So. Na. Vielleicht bekomme ich schon etwas Kohle. Ja, wie hier zum Beispiel immer Kohle bekommen. Ach Gott, das wird nochmal richtig duster. So. Hier noch ein bisschen noch einsammeln. Nochmal Kohle. So gefällt mir das. Na, dummer Stein. Hier noch ein bisschen Stein. Na, weg mit dir. Ja, ansonsten habe ich ja hier die ganzen Steine ja weggemacht. Außer hier sind noch ein paar Stück. Ich glaube, hinten habe ich jetzt auch noch welche vergessen, aber naja. Mich stört es nicht. So. Eine einzige Same bekommen. Naja. Gut, dann setzen wir dich noch ein. Mir ist es egal mit dem Düngen. So. Also die Kohle kommt ja gleich oben hinein. Machen wir das gerade noch schnell. Ah toll, jetzt regnet es wieder bei mir. Es wird dann gleich wieder eklig laut. Das ist immer das Problem, wenn man eine Dachgeschosswohnung hat. Dann hört man jeden einzelnen Tropfen. Und das nicht gerade leise, sondern etwas laut. So, ja, leichte Brise morgen. Dann geht's mal schlafen und ich hoffe mal, die Kohle reicht. Es reicht nicht, für meinen Rucksack zu kaufen. Doch, sollte reichen. Nein, wobei ich könnte auch noch so noch was verkaufen. Ja, okay. Living off the land. Ja. Ah, bitte morgen Regen, bitte, 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 bitte. Ach, das fick dich doch einfach. Verdammt. Ah, scheiß Krähe. Nein. Nein. Ich brauche hier noch eine Vogelscheuche. Stimmt ja. Ich brauche noch eine Vogelscheuche. Na. Und zwar brauchst du Wood Coal Fiber. Okay. Wood Fiber. Ne, keine Angel. Fiber und die Kohle. Verdammt. Ganz vergessen mit den Raben. Ja. Ich brauche noch die Vogelscheuche. Kohle. So, oh, toll. Heute ist Montag. Das heißt, der Pierre, Monsieur Pierre, der hat heute offen. Und dann kann ich direkt die Sachen hier direkt verkaufen. So, wie man hier sieht, kostet ein einziges, eine einzige Kartoffel kostet 80 Dollar, Goldstück. Und eine mit dem Stern kostet 120 Goldstücke. So, gut. Was wollte ich bauen? Genau, eine Krähe, also eine Vogelscheuche. Und zwar einmal hier hin. Und einmal dahin. So. Dann bitte einmal noch schnell gießen. Und dann geht es auch gleich bei de Pierre. Weil er macht nämlich um 10 Uhr auf. Ich glaube 10 Uhr. Kann man auch so nachschauen. Ne, 9 Uhr. Okay. 9 Uhr. Ja, das kriege ich ja hin.
Jetzt wird das Wasser wieder knapp. Ja, toll. So, gut. Und dann weg, weg, weg. Ah, die Kohle hätte ich sollten mal oben einlagern. Egal. Weg. Geoden. Komm, ich gehe jetzt hier erstmal bei der Pierre. Dann nehme ich das noch mit. Und wenn ich ja gerade noch unterwegs bin. Oh Gott. Wenn ich gerade unterwegs bin, dann kann ich noch die paar Sachen noch, wo ich hier habe. Gut, okay, dich brauche ich ja nicht. Dich würde ich gerne aufbehalten. Und weil du Gold bist, habe ich ja gesagt, die goldenen Sachen kommen da oben hin. So, okay. Hundert Gold. Das passt ja gut. Hier noch einer. Ansonsten ist ja hier nichts mehr. So. Toll, habe ich ja zwei Sachen auf. Egal. So. Dann mal noch einmal runterschauen, ob hier noch was, irgendwas rumliegt. Und dann. Nö, leer. Leer. Schade. Nö, 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 nö. Okay, da kaufe ich mal zuerst den Rucksack. Ein paar Samen noch und dann geht's wieder in Richtung Mine. Ne? Was für eine Mission. Beats. Monster Slimes. Komm, akzeptiere ich. Weil wenn ich eh gleich in die Mine gehe, bekomme ich ja die Slimes ja hinterhergeschmissen. So. Okay. Ich habe einen größeren Inventar. Boom. Da ist er. Und dann. Bitte verkaufen. Verkaufen. Komm, weg. Und zwar Potatoes. Ja, komm. Ein paar Potatoes noch kaufen. Diese direkt einpflanzen. Und dann am besten noch düngen. Weil die Potatoes bringen im Frühling, glaube ich, das zweitmeiste an Geld. Weil ich pflanze gerne immer die Kartoffeln an. So. So. Also, ach komm, scheiß drauf. Okay. Ja. So. Dann. Bum, 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 bum. Ach Gott, ich habe ja meine. Eine Gießkanne. Ach Gott, ja, zu dem Magier muss ich auch noch gehen. Oh Gott. Die Slimes hier abgeben. Ja. In 2 Tage, okay. Und das sollte ja gehen. So. Ein bisschen mein Mikrofon noch mal ein bisschen zu mir schieben. Deswegen manchmal hört man mal so ein dumpfes Geräusch. Ja, ich hätte sollte noch die zwei Frühlingssachen mitnehmen, da ich ja eh hier oben vorbeirenne. Ach Gott. Naja. Hauptsache mal wieder in die Mine gehen, etwas Kupfer. Oh, hier ist noch einer. Etwas Kupfer holen. Was haben wir denn da? Blip. Oh, toll, wieder so ein blödes Buch. Ach Gott, ey. Scheiß Bücher. So, das heißt,
Wir können unseren Aufzug benutzen und wir fahren mal in Level Nummer 5. So, hier heißt es wieder graben und Leiter suchen. Oh, Kupfer. Ah, da ist noch die Leiter. Kupfer, 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 Kupfer. So. Ach komm. Was willst du denn, du blöder Wurm? Ja, okay. So. Der ist Geschichte. Holz, okay. Na toll. Nein. Na toll. Nee, geh sterben. Okay. Okay, ich muss für die Adventure-Gilde muss ich halt diese Slimes töten. Okay. Gut. Jetzt bekommt nochmal das Beschissenste von allen. Leiter suchen. Was immer am meisten Zeit kostet. Bist du es? Nein, bist du es nicht. Du? Nein. Du? Ja. Okay. Kupfer. So. Klick, 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 klick. Okay. So. Blöp. Blöp. Jede Menge Kohle hintereinander. Sehr schön. Blüpp. Wir sterben. Ja, jetzt fängt nochmal an. Leitersuche. Oh mein Gott. Ah ne, da ist er doch sogar. Ups. Grab ich mich mal hier mal durch. Nein. Nein. Ich brauche mal, was ich auch gerne hätte, ist der Lootring, also dieser Magnetring. Der zieht einem die ganzen Materialien, was man abbaut, die kommen einem zu einem, ja, gezogen. Deswegen auch Magnet. Meine Nase juckt. So. Holz, toll. Bitte anständiger Loot. Gott, ey. Inventar ist auch wieder voll zugemüllt. Na toll. Oh Mann. Hier wieder alles absuchen. Ah, da ist er doch. Level 10. Und was bekommen wir? Bessere Schuhe. Wow. Leather Boots. So, natürlich kann man auch seinen Charakter etwas aufwerten. Bumm. Ist zwar nicht viel, es gibt eine Verteidigung, eine Immunität. Es ist nicht das Wahre, aber was soll's. Ach komm. Ich hätte gerne ein besseres Schwert. Da. Weg bist du. Ach komm. Wieder 6 Uhr. Naja. Oh nö.
euch hasse ich am meisten. Euch hasse ich am meisten. Na, wieso drehst du dich um? Bist du doof? Oh mein Gott. Ah, okay. Oh, Entschuldigung, ich wollte sich gerade unbedingt ins Mikro husten. Oh, was? So, ach Gott, noch ein einziger. Ich hätte so gerne ein besseres Schwert. Oh, cool. Das ging mal flott. Jedenfalls noch die 15. Ebene erreichen. Gibt's hier, ja, hier gibt's noch ein bisschen was. Ein bisschen Kupfer. Ja, das war's auch hier gewesen mit Kupfer. Okay. Oh. Loot? Na toll. Nichts Besonderes. So. Egal, geht's weiter. Ah, die Leiter ist ja schon hier. Sehr schön. So, ja. Enter the Tralala. Abenteuergilde. Na komm, klicken, klicken, klicken. So. 9 Uhr. Was? Ich will das ganze Kupfer mitnehmen. Und noch die 15. Ebene erreichen. Ist hier unten noch Kupfer? Oh, eine Kiste. Na toll, nichts drin. Blöder Stein. So. Und dann auf geht's in die nächste Ebene. Eine Geode. Sehr schön. Okay. So, bitte hochfahren und dann noch ganz schnell zur Gilde. Ah, ich glaube, die hat ja schon geschlossen. Nee. Nee, von 12 bis 12. Hat sie offen? Nein, von 2 bis 10. Oh Gott. Leck mich Spiel. Egal. Boah, ist das dunkel. Blüpp. So. Dann noch einfach mal noch alles hier schnell einlagern. Die erste Kohle noch, die ersten Kupferdinger noch einbringen. Blip. Ja. So. So, einfach das Kupfer auswählen und einfach Restklick auf die Öfen machen und es fängt automatisch an. Das heißt, die Kohle wird auch schon automatisch entnommen. Quarz. Okay, rein. Ja, es geht. So. Blub, 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 blub. Gott. Okay. Hier habe ich alles gesät. Ja. Gut. Das Wetter wird ja morgen sonnig. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Oder in der nächsten. Wir haben bei. Nin, ja, tralala, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.